Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, im letzten Rennen ist es uns endlich gelungen, die ersten Punkte zu holen und gleich 10 Stück davon. Der Speed war super in dem Rennen, muss man sagen. Wir sind relativ weit hinten gestartet. Eigentlich sogar fast ganz hinten. Aber ja, wie gesagt, wir kamen uns auch vorne gekämpft. Durch die Einstrategie ging es ein bisschen besser nach vorne. Und ja, Lukas und Marquis, die hatten doch ein bisschen mehr Probleme. Ich glaube, die haben zwei Shop gemacht, haben sich aber halt die Reifen zu schnell kaputt gefahren. Aber ja, Punkt ist Punkt. So, das Team wird wieder ausgetauscht. Macht sich eigentlich nicht schlecht. So, hier. Dann kommen die 20er Reifenwechsler wieder zum Einsatz. Unsere Stops waren zwar super, aber die müssen noch besser werden. So, wie lang gehen die? Die gehen noch 9 Rennen. Heißt, 9 Rennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also in Doha müssten wir sie eigentlich verlängern. Aber sehr wahrscheinlich machen wir das wieder früher. Oh, Van Heder angenommen. Bleibt dementsprechend erstmal Ersatzfahrer. Jetzt machen wir nur noch 263.000. Aber ist immer noch besser als vorher. So, es ist weiterhin keiner da. Ablehnen tue ich dir immer noch nicht, habe ich ja gesagt. So, am Motor müssen wir definitiv was machen und auch auf der Aufhängung. Aufhängung könnten wir vielleicht sogar noch schaffen. Vor allem damit. Bring mal 15% mehr. Und dann halt einen neuen Motor fürs nächste Rennen, weil den Motor, der jetzt da ist, den werden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Da sind noch einige Nachrichten. Jo. Interview. Gumball behauptet, dass ihre Bremsen das Team zurückhält. Er soll den Mund halten. Ich bin dran am Entwickeln. Das geht nicht so auf einmal. So, zwei Sponsoren haben wir. Wir sind ziemlich gefragt, muss man sagen. So, wir werden 1 Million. Und 7.10. Ist beides jetzt nichts so Gutes. 10. ist etwas, was wir vielleicht irgendwann mal halt im Rennen erreichen können. Ja, aber das hier ist eher schon wieder was wegen den Millionen. Nämlich lieber die Millionen für die 4 Rennen. Kriegst halt keinen Bonus. Ne, weil wir halt den Platz nicht erreichen, aber ist ja egal. So, das neue Getriebe wird direkt abgegradet. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Ich glaube, 9 Tage vorher war das, ne? So. Ja, die Motorleistung muss definitiv noch aufsteigen. Ich hoffe, dass die nächste Aufhängung, die auch gleichzeitig fertig wird, auch noch mit reinkriegen kann als Update für München. Das wäre nicht schlecht. Und da die Zeit dafür nicht mehr ausreicht, um den Motor zu bauen, schaue ich mal, ob ich noch eine Bremse hinkriege. Kriege ich eine Bremse hin? Kriege ich eine Bremse hin? Ich kriege eine Bremse hin. Und dann können wir nämlich einen Auftrag schon geben für den Motor. So, die hat 100% das Getriebe. Ist etwas schwächer als das aktuelle, aber... Naja. Ein Tag vorher. Moment. Moment, Moment. 2 Stunden vorher. Perfekt. Obwohl, wir könnten ja eigentlich auch... So. 3 Stunden. Ein Tag. Haben wir aber keine noch 100%, ne? Aber wir haben halt definitiv halt hier mehr Leistung. Und das ist wichtig. Dann haben wir die Bremse, die dann übers Wochenende auch noch verbessert wird. Und dann halt der neue Motor. Finanzen. Es ist beruhigend, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das seine Finanzen sehr gut im Griff hat. Ja, finde ich auch. Na, diesmal haben wir es im Griff, weil letztes Mal war es jetzt nicht so unbedingt, dass wir als Aufsteiger so extrem gut waren, was das angeht. Nito. Ach stimmt, letztes Mal sind wir noch gegen Nito gefahren. Stimmt, oh, Schirott will wieder mal nach oben kommen. Das ist ja auch mal was Neues. Also Winso und ZRT sind schlechter als wir, aber wir haben die gleich starken Fahrer, also gleich. Egal. So, Moment. Motormäßig geht es einen Schritt nach vorne. Das ist schon mal sehr schön. Die Updates bringen was. Das war jetzt nicht das bombenmäßige Update, was wir haben, aber ja, müssen wir erstmal das hier machen. Plus das hier, plus das hier.
Bringt zwar jetzt nicht viel, aber halt Nummer 50 auf weichen Reifen. Für Qualifying sehr gut. Und dann haben wir nochmal Nummer 50. Und ja, mal schauen, was da noch kommt. Ich hoffe, diese Saison noch unter 10 Millionen fallen. Ich wage es zu bezweifeln. So, wir haben da 91%. Das heißt, die geht jetzt alles nochmal auf die Bremse. 11 Tage, das ist eine Menge. Deswegen machen wir so. Okay. Das Getriebe ist schon stärker. Das heißt, ganz wirklich das stärkere Getriebe. Bremse. Ja, das Problem ist halt, dass wir nicht alles auf einmal machen können. Und die neue Aufhängung. Gibt ein Update. Ne, immer noch 8er. Hier sind wir 8er und aufhängungsmäßig sind wir 8er. Nicht mehr letzter. Das ist sehr gut. So, Frontflügel und Heckflügel müssen wir noch irgendwie so ein bisschen updaten. Die Saison ist noch lang. Irgendwann müssen illegale Sachen auch kommen. Irgendwann. Na, der Van Hede hat Geburtstag, ja geil. Ja komm. Wir haben das Geld aktuell. Da kann man mal für 100.000 mal eine Party schmeißen. Ich frag mich mal, wer für 100.000 Party schmeißt. Außer hier Prominente. Aber okay. Die ist eine Testfahrerin. Obwohl es eigentlich gut genug wäre, auch ganz normal in der Saison irgendwo mitzufahren. In irgendeinem Team. Also von daher. Halten die eigentlich auf, eine große Karriere zu starten? Wir sind aktuell auf Platz 8. Dann bin ich so. Okay, und kann man Panther nur 8 Punkte vor uns. Wir sind aktuell auch nicht so stark, aber Taunton ist aktuell saumäßig stark. So, wir versuchen, 7. zu werden. Einzige, was wir versuchen können. Wir machen leider nicht mehr so viel Geld, weil unsere Fahrer halt alle mehr Geld kriegen jetzt. Wollte ich eigentlich die Verträge ein bisschen später verlängern. Okay, naja. Aber umso länger sie da sind, umso, ja, umso eher bleibt der Preis ungefähr gleich, was wir jetzt haben. Aber geplant ist ja eigentlich nicht der Abstieg. Und das sieht aktuell, muss man sagen, gut aus. Mit 10 Punkten ist man zwar noch nicht sicher. Und es regnet. Aber es ist in Ordnung, zumindest mal für den ersten Abschnitt. Ne, in 4 Rennen 10 Punkte zu holen, ist jetzt nicht so gut. Aber, naja. ZDT hat noch weniger Punkte. So, B-Strecke und Intermediates. Ne, das ist Full Wet. Danach geht's auf die harten, ja, harten oder Medium-Reifen. Gibt's halt mal keinen, obwohl ich eigentlich jetzt lieber erstmal ein bisschen Quali-Trim üben würde. Mit diesen Reifen, weil die Regenreifen brauchen sehr wahrscheinlich keine 15%. Obwohl wir am Anfang ja wieso nur im Regen fahren. Dementsprechend ist es auch gut, halt im Rennen drin da zu fahren schon. Deswegen ist zwar langsamer alles, aber bis 8 Minuten können wir damit fahren. Okay, wenn die anderen jetzt mit den Intermediates rausfahren, fahren wir jetzt am Anfang die schnellsten Zeiten. Okay, da kommen andere. Hätte ich mich freuen können mal. Okay, am Ende werden die Intermediates-Fahrer halt die schnellsten Zeiten fahren. Van Hede vor Kehr. Okay, irgendwann wird man merken, dass Van Hede die ganze Zeit Kehr schlagen wird, weil der Wagen so unterschiedlich stark ist. Es geht eher um den Quali, um den Rennen drin, anstatt um die Reifen. Kehr kommt schon mal rein. Die geht jetzt schon mal auf den Quali drin. Damit wir da mal vielleicht ein paar Prozente mehr kriegen. So, aerodynamikmäßig würde ich mal sagen, packen wir etwas weniger hinten drauf. Ja, machen wir den Wagen etwas. Na, probieren wir mal etwas zügiger zu machen, den Wagen. Und gehen auf die harten Reifen. Ich glaube, die könnten sogar fast eine Renndistanz durchhalten. Gehen wir auf die Mediums. Frage, wie viele Runden muss jetzt Van Hede fahren? Vielleicht wäre es nicht schlecht, beide die Geschwindigkeit hätten wir anders gestellt müssen. Okay. Van Hede muss, dann kommt am Ende der Runde rein. Geht dann auch noch ein bisschen Quali drin.
So, hier ist die Aerodynamik gut, das Fahrverhalten schlecht und die Geschwindigkeit muss auf jeden Fall reduziert werden. Und den Wagen machen wir härter. So. Also machen wir die Mediums, damit wir die Mediums halt für das Rennen was haben. Oh, oh, das war richtig schlecht. Das ging komplett nach hinten. Das heißt, wir machen mehr Abtrieb, mehr Beschleunigung. Wagen etwas weicher. Also 5% kriegen wir, ob wir 10% kriegen, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt sehen. Wir kommen beide auf jeden Fall noch einmal um die Linie. Sehen, das wird jetzt eng. Kriegen sie es hin? Kriegen sie es? Das wird eng. Das wird richtig eng. Nein! Okay, 5% Quali drin. Ist in Ordnung. Achter und 17. Mit Mediums. Das ist schlecht, dass Kehr so weit hinten rumdümpelt. Eastwood sind langsamer als die Polizei, aber das ist ja nicht zu glauben. Okay. Sonne im Qualifying Q1. Es bleibt auch sonnig. So, die Motorleistung können wir erhöhen. Frontflügel nicht. Bremse ja. Auch Heckflügel. Bisschen, nur ein bisschen Getriebe. Auf beide Fahrzeuge. Da hat auf jeden Fall Gunbolt jetzt ein bisschen mehr Glück. Optimale Temperatur, weil so stark sind wir noch nicht, dass wir uns mit dem Mediums qualifizieren können. Obwohl, harte Reifen bei ihr sind ja noch besser gerade. Setups sind sehr gut. So, probieren wir unser Glück. Weil kann sein, dass ich sie nur mit hart fahren lasse. Null-Stopp-Strategie. Ist auch mal was, was man sehr selten macht, aber ist halt hier gut möglich, wenn die harten Reifen besser halten. Ich weiß zwar nicht, lieber Motor bauen willst, der auf den weicheren Reifen besser zu fahren ist. Wundert mich ein bisschen, ne? Weil da stand ja beim gerade eben, oder in der letzten Folge, weiß ich noch nicht genau, bei weich, super weich und ultra weich 50% mehr auf dem Motor. Wie soll das funktionieren? Aber okay. Erstmal schauen, wo wir uns am Ende platzieren werden. Ich hoffe, dass wir so langsam mal den Sprung ins Q2 schaffen. Muss ja nicht direkt Pole Position sein, muss auch nicht direkt Q3 sein. Q2 wäre auch mal langsam drin fahrbar. Wir haben jetzt etwas stärkeren Motor bekommen. Neues Getriebe. Von daher müsste es irgendwann mal losgehen und vor allem neu aufhängen. Ob die jetzt so einen Unterschied macht, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber wir sind nur noch eine Sekunde dahinter, am Hilkenbrink hinter uns gehalten. Rossini ist echt schlecht, diese Saison. Auch Sanfretta hinter uns. Boah, vielleicht können wir mit einem Fahrer durchkommen. Aktuell ja. Zeitgleich. Texera und Gunbolt sind zeitgleich. Okay, von 6 Fahrern muss hier einer weiterkommen. Bisher ist es aktuell Gunbolt, Gott sei Dank. Ja, dann fahren. Obwohl wir noch die Chance haben, Marquis rauszukicken. Okay, Hilkenbrink verbessert sich nicht. Was macht Veri? Der kommt da jetzt angeschossen und holt sich Platz 20. Das heißt, Gunbolt muss auf jeden Fall... Eigentlich beide müssen nochmal. Vielleicht haben wir Glück, weil Viozzi bleibt drin in der Box. Es sind nur 2 Zehntel, die sind machbar. Die Bodenhaftung ist besser geworden. Und die Form von Gunbolt ist gestiegen. Das heißt, ob beides schaffen, weiß ich nicht. Aber einer könnte es auf jeden Fall schaffen. Und das, okay, Viozzi fällt nochmal raus. Jetzt ist Gunbolt raus, weil Texera sich verbessert hat. Der muss sich jetzt verbessern. Und vielleicht kann Kehr sich mitziehen lassen. Also das beides vielleicht schaffen. Mal schauen. Erster Sektor. Oh. Gunbolt kann man schon mal vergessen. Der Einzige, was er machen kann, ist vielleicht Kehr zu ziehen. Obwohl, er verbessert sich. Okay, er hat sie verkackt.
Das wird nichts. Außer er zaubert im letzten Sektor. Ja, macht er auch. Saubere Runde, Gunbolt. Muss man mal sagen. Elfter. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so weit auf einmal nach vorne schießt. Hat im letzten Sektor ja gar nichts verloren. Da fehlt aber Kehrleiter raus. Okay, das ist ja noch in der ersten Saison. Wenn wir in der zweiten Saison es nicht schaffen, da dauerhaft ins Q2 einzutreten, weiß auch nicht. So, wir probieren mal die alten Reifen aus. Weil ich wieso nicht damit rechne, dass wir ins Q3 kommen. Obwohl es möglich ist, aber dann soll er auch frische Reifen haben. Und ich hoffe, das verbessert sich. Nicht, dass wir am Ende mit abgefahrenen Reifen fahren. Weil kann sein, dass wenn wir vielleicht mit den Mediums starten, dann vielleicht die Soft-Reifen draufziehen können und damit durchfahren. Das weiß ich leider nicht. Ist möglich. Wenn er halt mit Soft starten muss, gehen wir auf Hard. Ich glaube, die Form sinkt gerade. Okay, dass er jetzt aktuell die Bestzeit fahren wird im ersten Versuch, ist klar. Nur 2 Zehntel im ersten Sektor. Ist wenig. 1.19.6 fährt die, ist die Bestzeit vom ersten Mal. Er fährt ein 1.20.9. Das war genau etwas langsamer als gerade eben in Q1. Oh, Reinhard auch sehr langsam. Aber ist der Grip eigentlich mittlerweile top. Okay, die Reifen waren angefahren, ne? Also er fährt auf jeden Fall aus dem Top 10 raus. Das wäre ein Wunder, wenn die anderen das nicht schaffen würden. Und jetzt warten wir. Aktuell 15. Toll. Eine Position weiter vorne. Aber in dem Rennen werde ich hier definitiv 2 verschiedene Strategien fahren. Mit Kehrhalt die harte Variante und mit Gunbolt die Zweistopp-Variante und dann mal Medium, vielleicht Medium oder Medium, wenn es ganz grob läuft, Medium hart. Dann wäre sie mal Medium Soft sehr wahrscheinlich. Wir müssen ihn hier rausschicken. Frische Softreifen. Irgendwann werden wir wieder so stark sein, dass wir auch uns mit den Mediums qualifizieren können. Und diesmal sind sie aber langsamer, muss man sagen. Gerade eben waren 1.19.6. Aber okay, es fährt noch Zandbergen, es fährt Garcia nochmal raus, Viozzi, Rehmann, Salihaimo. Okay, Salihaimo und Rehmann, das, die werden vielleicht nicht auf Pol fahren. Und man weiß es nicht. Aber Zandbergen, Rheinland, mit dem Matteo fährt auch, okay. Und fahren die ganz vorne, die sind eigentlich gesichert. Aber okay, wir wollen es versuchen. Oh, Bepp hat schon mal ordentlich Reifen kaputt, sehe ich gerade. Oh, Vorsprung auf die Bestzeit. Okay, neue Bestzeit. 7 Zehntel. Es wird ange... Wenn er jetzt nicht viel verliert, schafft das vielleicht. Mal schauen. Okay, 14. Er hat zumindest einen hinter sich gehalten. Die Zeit hat von Rhein, das ist extrem stark runtergegangen. Noch 1.19.3, kann man eher sagen. Glückwunsch rein das. Freue mich natürlich, wenn es Meister wird. Weil ansonsten, sie hat den 5 Titel in Folge immer noch, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon wieder ein bisschen her, weil ich aufgenommen habe. Also meistens nehme ich so im Wochenrhythmus einmal auf, einmal 6 Folgen am Stück. Deswegen, ja. Manchmal kommt es auch, dass ich halt doch relativ oft halt mal da einen Tag aufnehme, 2 Tage später aufnehme. So, ich... Oh, es regnet. Rheinland sieht sehr gut aus. Jetzt fahren alle aus der Box. Jetzt kommt der Regen wieder. Und Rheinland, das ist mit Intermediates. Das heißt, es bleibt so. Rheinland auf Pole. Das ist aber Thornton Rheinland eingestellt. Hat er eigentlich nie erwartet, ey. Der war letzte Saison nicht so stark. Und der, Asia. So, wir stehen mal da und da. Nicht ganz so weit hinten. So, immer noch hinten, aber nicht so weit hinten. So, du fährst mit den Mediums und den Rentrim. Und du nimmst die harten Reifen mit Rentrim. Es soll nämlich auch nicht regnen. So, 43 Runden. Die Reifen sollten fast schon halten.